So, für YouTube nochmal neu. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben 11:45 an diesem wunderschönen Tag der Deutschen Einheit. Und ich bin schon ein paar Minuten länger wach. Leider ist das. An freien Tagen schläft man ja gerne aus. Und ich habe noch Lust, ein bisschen Super Fantasy Kingdom 2 zu spielen. Ich würde gerne Fluch 2 hinkriegen. Ich wollte mal durchgehen, was es hier noch für Achievements gibt, die ich überhaupt hinkriegen kann. Töte 666 Monster an einem Tag. Das sind eine ganz schöne Menge Monster. Ich weiß nicht, ob das praktisch möglich ist in der Demo. Vielleicht, wenn man Fluch 2 knackt. Aber da ist die Geschichte in der Stadt. Ich glaube, das kann man nur mit dem Jäger, wenn man ihn erweitert. Begrabe eine Einheit. Dann kriegt man den Geist. Baue beide Züge. Müsste man auch sich darauf hinlegen, beide Züge zu bauen. Dafür muss man jede Menge Gold abbauen. Und man braucht einen Start, wo es gut funktioniert. Lasse Einheiten 85 mal hungrig werden in einem Zyklus. Hui, also überhaupt nicht essen lassen. Elfe, heile 37 Leben an einem Tag. Lieke 99 mal an einem Tag. Ah, dafür brauche ich die. Lieke 99 mal am Tag. Was bedeutet das? Opfere eine Einheit? Ja, das kann man machen. Da kriegt man den Lich. Magus ist nicht in der Demo. Überlebe 21 Tage und sehe Regen. Die haben mich schon angegriffen. Schütze, besitze 7 Bier. Könnte man vielleicht sogar hinkriegen. Bergarbeiter, habe 15 Goldvorkommen in deiner Stadt. Ah, dafür muss man den Geologen rumschicken und das Gold nicht abbauen. Kriege ich mir einen Bergarbeiter. Besiege den zweiten Boss. Nicht in der Demo. Besiegen wir nicht die ganze Zeit zwei Demos? Zwei Bosse. Trend, habe 20 Bäume in der Stadt. Mehr Pflanzen. Das könnte man tatsächlich vielleicht hinkriegen. 21 Tage geht nicht. Na, sei lustig. Kein Plan, was das sein könnte. Wenn ihr irgendwas davon wisst, ich was ausprobieren soll, sagt Bescheid. Den Geist, den könnten wir mal ausprobieren. Ich frage mich ja, wie schalten wir diesen zweiten Helden frei? So, ich glaube, ich mache einen Fluch 0 zum Aufwärmen. Und schau mal, ob ich eine Einheit opfern kann für den Geist. Ich bin meiner Sache gewidmet. So, wir haben letztes Mal den Orb freigeschaltet, sodass ich mit einer Sache mehr starten kann. Ich glaube, ich nehme das Holz. Oh, ich kann, wenn ich nicht das Holz nehme, sondern das Weizen, kann ich direkt mit dem Mönch starten. Und den auch hochleveln. Das ist natürlich auch eine Idee, dann bekomme ich den relativ fix. Und das restliche Getreide, das ich bekomme, geht dann ins Leveln. Oder ich starte mit einem Holz mehr, hole mir die anderen Holz und kann direkt noch zügiger den Arbeiter holen. Ich mache mal Holz. So, erstmal Pause. Steinbruch hier unten hin. Da ist die Goldmine, okay. Aber hier ist das ganze Holz. Ich glaube, ich mache Taverne, Holzlager, Steinbruch, Expansion, Arbeiter. Zack, alle hier rein. Ich habe jetzt direkt drei Arbeiter. Machen wir zwei hier rein, einen hier rein, damit ich das nächste Lagerplatz ausbauen kann. So. Genau, ich hätte halt den Mönch direkt holen können. Monster kommen. Das schaffst du noch alleine.
ist ja auch nur zum Warmwerden. Sei lustig. Was bedeutet sei lustig? Ist hier irgendwie zum Lachen bringen? Gibt es irgendwas zum Klicken? 325. Ah, warte, ich kann ja hier mehr Holz. Zack. Nächster Arbeiter. Hier rein. Da kommt mein dritter Stein. Die Arbeiter gehen nach Hause. Sei lustig. Sei lustig. Soll mal einen Witz erzählen? Ich glaube nicht, dass das Spiel das erfasst. Feuer. Alles Böse besiegt. Hätte mich auch gewundert, wenn das heute nicht klappt. Da kommt unsere freie Einheit. Skelett fand ich doof. Djinn ist ganz gut. Machen wir nochmal den Dinosaurier. Welche Reichweite hat der? Oh, ein bisschen weniger. Okay. Schaltet die passive Regeneration. Okay. So. Ausbauen. Mehr Holz und wir wollen nämlich den nächsten Arbeiter. Ja. Einen Stein brauchen wir noch. Dann können wir Soldaten holen. Aber da ist mein nächster Arbeiter. Zack. So, haben wir alle 5 Arbeiter. Und ab morgen hätte ich gerne, das ist die Steine. Arbeiter gehen nach Hause. Ab morgen hätte ich gerne einen hier drin. So. Der Dino treibt die Gegner nämlich auch zurück. Auch nicht schlecht. Und wir kriegen ihn zügig aufgelevelt. Tag 3. Wir haben jetzt hier unsere Leute drin. Oh. Ja, wir fordern dich heute Nacht raus. Wir holen den Schwertkämpfer. Und sobald wir das nächste Stück Holz haben, und ein paar Steine, weil wir den Schwertkämpfer auch leveln wollen, holen wir uns den Bogenschützen. So, für das DPS werden wir uns schon die Leute holen. Außerdem müssten wir genug Essen hinbekommen heute. So, wir wollen nicht direkt die Goldmühle, weil wir brauchen erst die Sägemühle. Und dafür brauchen wir 5 Holz. Und das ist schon das Holz. Einen hier rein. So, mit dem Ritter machen wir die Goldmine. Die brauchen wir definitiv. Den Schaumbuch kann ich hier schließen. Was für beste Straßentor im Stein, ja. Aber so lang kommen wir gar nicht. Essen kann raus, kann was anderes machen. Und sobald wir die 3 Bretter haben, können wir auch die Fische. Oh, da ist ein Breachleiter. Dämonen, hau sie weg. Wunderbar. Alles das. Und unser Dinosaurier ist schon Level 2. Okay. Das stimmt nicht mit dem überein, was tatsächlich ist. Wenn wir hier angucken. Ah doch, macht jetzt 10 Schaden. Charge and push is back. Never skip Black Day. So. Wir brauchen Bretter.
Ja, macht mir Bretter, aber ich brauche auch ein bisschen Essen heute. Glaube, es reicht, wenn einer Bretter macht. Fischen für die mehr Erfahrung. Die nächsten Bretter gehen dann in die Goldschmiede. Ich finde es schön, dass einmal angefangene Sachen wenigstens fertig gemacht werden und nicht die Ressourcen einfach rumliegen bleiben. Leider wieder ein Breach. Alle haben was zu essen bekommen. Tag 5, der Händler kommt. Ja. Damit kriegen wir die nächste freie Einheit. Was wollte ich machen? Ich wollte. Naja, jetzt habe ich nicht genug für die Goldmine. Und nach der Goldmine baue ich den Förster aus. Dafür brauche ich nämlich auch 5 Steine. Aber hier müssten noch genug Steine rumliegen. Der hat den Fisch geholt. Der sammelt Gold ein. Ah, und ich habe genug, um den aufzuleveln. Doppelt so schneller Angriff für alle mit. Für den Ritter. Und der hier kriegt mehr Rüstung. Das ist eigentlich kein so großer Sprung. Der erste Sprung ist relativ ordentlich. Wahrscheinlich ist die dritte dann eine Sekunde. Können natürlich auch die verbessern. Charge häufiger. Aber vielleicht versuche ich diesmal wirklich die Goldschmelze hinzubekommen. Ja, warum nicht? Goldmine. So, für die Weizenspear möchte ich gar nicht. Die Schmelzhütte brauche ich. Steine. Ich spare mir die Mauer mal. Die finde ich einfach. Gold. I take it. Sieht chaotisch aus, aber. Das schaffen wir, glaube ich, locker, da die sich so langsam bewegen. Nur nicht sterben, bitte. Dann ihr überlebt, könnt ihr leveln. Sehr schön. Jetzt kommt der Held. Und ich kriege eine Freiheit. Die Echse, die war nicht schlecht, aber der Todespriester gefällt mir. Nehmen wir mal den Todespriester. Den haben wir noch nicht gelevelt. So, und dann müssen wir aber hier in der Taverne verbessern. Und dann setzen wir den Held nach vorne, den Todespriester nach da. Ja. So, um dich zu brauchen wir 5 Steine, aber ich würde gern erst dich verbessern. Damit wir das hier eröffnen können. Und wir müssen. Genau. Und dann die. Ich begrabe eine Einheit, dann kriege ich den Geist. Nee. Schmelze. Uncle Rod, konzentrier dich. Was ist dein Plan? Wir wollen die Schmelze haben. Um Gold zu schmelzen. Das war ein bisschen Holz. Ihr macht hier oben die Bergarbeiter fertig.
Die hat einen ordentlichen Radius. Nicht töten. Oh ja. Sehr schön. Kriege ich immer noch keine Rüstung. Irgendwas zum Holen? Nein. So, ziehen wir mal hier einen ab. Oh, hier ist eine Menge Holz, das einfach nur rumliegt. Eine Menge Steine, das einfach nur rumliegt. Ah, der Goblin King. Aber mit den Priestern, dem Dinosaurier, soll das alles kein Problem sein. Und bevor es nicht mehr geht, holen wir hier den Zwischengegner. So, sobald er in Reichweite ist, sollte der Gommelkönig tot sein. Heiliges Licht gegen Verspotten. Entzündet Gift für 100% Schaden. Ich weiß nicht, ob hier Metallmagier. Aber ich habe keine Magier mit Rüstung. Nehmen wir die Gaswolke. Zack. Schmelze. Sehr schön. Eine Person rein. So, dafür brauchen wir fünf. Ich glaube, ich brauche erstmal kein Holz. Keine Bretter mehr. Warum habe ich keinen Fisch? Liegt einfach nur rum. Nehme einen hier raus. Hier ist sogar voll mit Stein. Und lasse mal einen Handwerker laufen. Vielleicht lohnt es sich, einen Stall zu bauen. Brauche ich 5 Weizen für. Könnte ich als nächstes machen. Monster kommen. So, jetzt kommt mein zweiter Goldbarren. Jetzt die Frage. Ich brauche hierfür 5 Goldbarren. Ich habe Es ist 1 zu 1, ne? Einer macht 1. Ich habe hier noch Gold, aber ich brauche auch 5 Gold hierfür. Ich glaube, ich öffne erst die Goldmine und die Steinmine, bevor ich irgendwen upgrade. So. Und ich kann die Strecke nämlich bauen. Brauche ein bisschen mehr davon. Und morgen hole ich mir ein weiteres Pferd. Eine Menge Tote. Drei Fische. Ja, schön, dass die wieder für die Toten draufgehen. Da kommt die Hexe zum Upgraden. Dinosaurier regeneriert Leben. One undead. Targets. So, nicht die Einheiten upgraden, Andrea, Onkel Rott. Von sich selbst in der dritten Person reden ist gar nicht so einfach. Priester. Ach shit, ich wollte das Getreide fürs Pferd haben. Dumm gelaufen.
Ich erstmal die Goldmine erschließen. So, dann verbessern wir hier. Setzen dich hier hin, dich dahin und den Dinosaurier noch da oben. Gut, setzen wir dahin, damit du auch alle heilst. Oh, 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 oh. Autsch, autsch, autsch. Den kann ich nicht mehr herausfordern und den müsste ich wahrscheinlich für morgen auch ändern. Nur der Dinosaurier ist gestorben. Fordern dich heraus. Ich kann nur ein Monster pro Tag herausfordern. Okay. So, Goldmine erschließen. Der hat keinen freien Weg. Aber du hast einen freien Weg. Also ich brauche wieder mehr Goldbarren. Zack, zack. Aber ich nehme auch alle Bretter. Und ich verbessere dich mal, damit ich wieder Bäume bekomme, weil ich habe keine Bäume mehr. Ich glaube, Bretter sind jetzt auch mal fertig. 10 Bretter. Noch einen lasse ich drin. Das sieht gar nicht gut aus, aber die Zombie-Horden sollten gewendig werden. Nur mein Dino ist wieder draufgegangen. Die Windmühlen bauen. Belagerungskaserne. Aber ich glaube, ich brauche 8 Steine für. Ich konzentriere mich erstmal hier auf Gold abbauen und einschmelzen. Ich fordere euch für die Nacht heraus. Ich hätte gern 5 Gold. Ah, das liegt da rum und wird nicht abgeholt. Das ist natürlich unpraktisch. Hört auf, mein Dinosaurier anzuzünden. Oh, 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 oh. Oh, ich glaube, es ist eine Niederlage. Okay. Crit-Treffer kann ich nicht machen. Geschwindigkeit erhöhen. Und Dauer von Effekten. Ich sollte doch... Oh, ich hab's auch schon geschafft. Okay. So, diesmal ist die Steinmine da drüben. Nein, Taverne hier bauen. Holzlager. Steinbruch. Schön nah. Zack, zack. Direkt den Arbeiter. Holz. Dich kann ich direkt erweitern. Da habe ich mal 3 Holz. Ab zu den Steinen. Und noch eins bitte. Für den nächsten Arbeiter.
Eine hier rein. Zwei hier raus. Das müssten die Steine sein. Alle wieder hier rein. Weiteres ausbauen. Und los zum fünften Arbeiter. Ja, du kannst alle Monster heute besiegen. Kostet uns einmal. Oh, der Runenmeister. Den mag ich sehr gerne. Freies Gold. Da sage ich nicht nein. Schön abbauen. Ich hätte gerne meinen letzten Arbeiter. Also es gibt noch einen Arbeiter danach, aber 12, 13, 14, 15, 16. Und alle die Steine bitte. Ich kann 6 Steine lagern. Wunderbar. Dann holen wir dich. Morgen brauche ich einen und ab morgen brauche ich auch das. So, das schaffen die heute wohl schon noch. Sehr schön. Der Schwertkämpfer mag anscheinend Fisch sehr gerne und ist direkt Level 3. Du nach da, du nach da. Und einer ist hier drin und holt Essen. Sehr gut. So, das Sägewerk, da brauche ich Holz, aber ich möchte vorher gerne den Bogenschützen, damit ich auch anfangen kann, den aufzuleveln. Zack. Und vielleicht brauche ich doch die Mauer für die Defense. Verbessert alle Einheiten. So. Gibt ihnen kein Schild? Keine Verteidigung. Aber verbessert alle Einheiten. Aber inwiefern? Verschneiter Tag. Minus 20% plus 20%. So, auf alle Fälle sollen wir den Goblin-König schaffen und zur Hexe kommen. Erreiche ich immer Dinge, die ich möchte, nämlich die Specials freischalten für meine Charaktere. Brauche ich mehr Holz? So, was zum Einsammeln. Nein, nein, nein. Als eingefroren, mein Held kann aufgebessert werden. Mehr Rüstung und er greift doppelt so schnell an.
Ah, mit 5 haben wir jetzt das Sägewerk. Das brauchen wir auf alle Fälle. Die lasse ich hier so drin. Hier lasse ich 2 drin. Ein Sägewerk, ein da. Weitere 10 Steine. Platz für eine Einheit. Das mache ich wohl. Können wir überspringen. Der Händler. Nein, danke. Bogenschütze kommt nach hier oben. Du kommst nach da. Und nachher werden, nach dem Goblin-König, holen wir uns das Monster da hinten und holen uns, ich denke mal, den Priester. Oh, kostenloser Stein. Die Kirche aufleveln. Meh. Ich möchte die Goldmine. Dafür brauchen wir 3 Steine und 2 Bretter. Jetzt habe ich hier die Bäume schon. Sollte für ordentlich Holz sorgen. Bisschen ausgeglichene, verteiltere Ökonomie anstatt alles auf einmal. Mal gucken. Sehr schön. Alle brav am Leveln. Also, ja, ich hab nix. Schön zügig bitte. Ich brauche meine Steine für die Goldmine. Möchte hier nicht alle verbrauchen. Goldabbau. Ich habe nämlich keinen Stein mehr auf der Karte. Kostenloses Getreide. Hier kommt der Priester oder der Mönch. Heilen. Du sagst eben nicht, wie viele kommen, ne? Bergarbeiter. Sei lustig. Sei lustig. Oh, 100 kann man vielleicht sogar noch eher schaffen als die 111 da hinten. Was brauche ich für die nee, für die Stelle wollte ich nicht. Ich wollte für Schmelzen 9 Steine. Ich brauche erstmal genug Gold, um die Mine zu erhöhen. So, einfach nur nicht sterben, bitte. Damit ihr schön leveln könnt. Braucht noch ein bisschen. Aber den Fisch hätte ich gern. Da ist der Goblin-König. Das müsste eigentlich mit dem Runen Priester relativ zügig gehen.
Nicht ganz so schnell wie mit dem Schamanen. Aber ich muss dich herausfordern. Sonst. Aber ja, bevor deine Reichweite kommt, ist er tot. Plus 50 für Minions. Ich habe keine Minions. Plus Schaden für einen Bogenschützen. Okay. Du machst jetzt einfach einen Schaden mehr. Okay. Sieben Gold, das öffnet das hier. Und jetzt hätte ich aber gerne die Schmelze. Genau, dafür brauche ich ein bisschen mehr Steine. Acht Bretter. Acht Bretter, acht Bretter, acht Bretter. 150. Belagerungskaserne ist nicht schlecht. Jetzt brauche ich dann Gold für beide Sachen. Kann natürlich mehr Einheiten holen. Moral ist ja nur für neue Einheiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Farm Weizen ernten. Nee, nee. Ich höre mal auf, Bretter zu produzieren. Ah, ich brauche die Bretter für die. Die hier. Aber ich habe genug. So, und da. Eigentlich müsste ich doch schon zwei Weizen haben, oder? Da nur sechs umgebracht. Monster kommen. Die Schmelze. Neun Steine. Das ist zum Glück nicht weit und ihr könnt euch abwechseln. Sieben, acht. Und den neunten bitte abholen. Okay, aber dann können wir dich upgraden. Genau, einmal schön auf den Soldaten gehen und nicht auf den Rest. Sehr schön. So kommt. Den Runenmeister gegen Wet Enemies. Ja. So, Steinchen bitte abholen. Machst du eigentlich irgendwas außer. So, holt mal bitte die Steine ab. Pferdchen. Da kommt der Stein. Sehr schön. Die Schmelze. Setzen wir direkt zwei rein. Damit wir das hier nämlich automatisieren können. Dafür brauchen wir fünf. Nehmen wir hier einen raus. Nehmen wir hier einen raus. Feen. Ja, vorne wähle ich dich mal raus. Ich schätze hier aus 11 von 25. Oh, der. Oh, 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 oh. Oh. Das war knapp. Ja, die beiden müssen wiederbelebt werden. Die drei müssen wiederbelebt werden. Aber wir haben es geschafft.
regnerischer Tag. Ich mache jetzt extra Schaden gegen nasse Einheiten. Ich gucke, ob hier noch irgendwas Klickbares ist. Wo ist der Wauzi hin? Die kann ich nicht erschließen. Da ist nur einer drin. Mahlzeiten habe ich 7. Ich hätte gerne eine Beere mehr, dann nehme ich die für 2 Tage raus. Also ich brauche insgesamt 10 Goldbarren. Tag 10. Oh. Mal sehen, ob wir den Tag überleben. Ja, den überleben wir, auch wenn unser Hohenpriester wieder down geht. So, wir haben genug zu essen für heute. Hier sind 2 Fischis. Das war ein bisschen Gold zum Abbauen. Und ich hätte gerne die letzten Goldbarren. Ich nehme auch Getreide für ein Pferdchen. So, verbessern. Und wir verbessern dich. Noch nicht genug, um dich zu verbessern. Mit 88 Gold können wir auch so nicht viel machen. Ein Angriff und der ist schon down. Das sollte trotzdem funktionieren. Der Priester heilt ja immerhin. Der Bogenschütze ist ja auch immer da. Aber natürlich, die ganzen Breaches sind nicht gut dafür, um Ruhm zu meistern. Um mehr Ruhm zu bekommen bei 37. Ist nix. Aber ich möchte die Goldmine erschließen. Und heute müsste ich das 5. Und dann kann ich Pferdchen holen. So. Und dann nehmen wir einen Stall. Und dann kriegen wir einen weiteren Esel, der mir Dinge durch die Gegend trägt. Und da kommen Gold 5 und 6 und ich schwimme in Stein. So viele Steine. Alle 12 Sekunden 1. Warte. Wir machen mal langsam. Erschließen die Goldmine. Und es ist kein Weg frei. Weil hier Sachen im Weg sind. Okay. Mache ich den Friedhof oder die Belagerungskaserne? Weil es mein letzter Bauplatz. Ich kann das Schloss nochmal ausbauen. Das könnte natürlich... Die Kirche kann ich auch reparieren. Damit könnte ich wahrscheinlich gewinnen. Das andere habe ich allerdings noch nicht gemacht. Schwere Wahl, schwere Wahl. Die
Die kriege ich vielleicht sogar noch aufgelevelt bis Tag 14. Falls brauche ich nicht. Komm, verzichten wir auf die. Ziehe eine gefallene Einheit im Friedhof, um Platz für eine andere Einheit zu schaffen. Ich habe es einfach nur gebaut, um es mal zu bauen. Vielleicht gewinnen wir nicht. Vielleicht hätte ich Belagerungsmaschine bauen müssen. Wir haben es geschafft für den nächsten Tag. Ah, ich wollte eine Einheit opfern, um den Geist freizuschalten. Dann kann ich das ja machen. Okay, wenn heute Nacht einer fällt. Dann werde ich das machen. Das ist wunderbar für unser Häuschen. Holz ist voll, aber ich lasse dich trotzdem weiterhacken, weil Lagerplatz ausbauen. Jede Menge Leeches. Schalten wir einfach mal was frei. Huiuiuiui, das war knapp. Aber ich habe den Geist freigeschaltet. Immerhin habe ich eine Sache hingekriegt. Neu freizuschalten. Und halt, was zu essen. Ich glaube nicht, dass ich 36 Holz hinbekomme. Aber wenn ich 16 Steine hinbekomme, bin ich schon happy. So, ich habe 5 Gold übrig. Kann ich mit dem 5 Gold irgendwas machen? Den Steinmetz verbessern für den Geologen? Nee. Achso, verbessert Straßen und. Mach ich den doch. Aber da kommt schon die Dämonenspinne. Aber ich glaube, mit so wenig Einheiten habe ich da keine Städte gegen. Mit 162 kann ich auch nichts verbessern. 1500. Das habe ich nicht mehr hingekriegt. Ah, der kommt wieder, obwohl ich ihn auf den Friedhof gelegt habe. Hätte ich das mal. Okay. Wo ist ein Geolog? Ach stimmt, ich kann auch einfach so einen Geologen holen. Vielleicht schaffe ich sogar noch, die Spinne zu besiegen. Zack, 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 zack. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das klappt. Mehr Gold, 189. Ne. Aber ich kann dich noch. Doppeltes Schild oder drei Schild? Machen wir einfach das. Nichts, dass das bringt. Stab plus Bogen und Stab. Klingt sehr neu. Also habe ich nicht gesehen. Aber ist hier drin. So, 28 Holz. Nicht der effektivste dran. Aber ich bin froh, dass wir das machen. Das produziert Steine wie sonst was. Tischler kann mehr Esel. Friedhof macht nichts.
Schmiede kann man nicht verbessern. Leuchtturm 99 Gold, das ist halt einfach nicht drin. Ich weiß nicht, ohne Schieten. Ich kann natürlich die Taverne weiter ausbauen. Kirche reparieren. Das verbessern. Schön, wenn es da noch was Visuelles geben würde. Ja. Natürlich den Geologen kann man hier verbessern. Aber man braucht, glaube ich, Scrubs. Okay, also 189 mit den ganzen Erweiterungen komme ich mit klar. Wir haben den Geist freigeschaltet. Achievements. Skelett, da, Geist, begrabe eine Einheit. 666. 30 Dickichte in der Stadt, bau beide Züge, ist halt schwer, je nach Position. Die Leute hungrig hingehen, 85 Mal. Rechner. 85. Wir haben ja 13 Tage. Das letzte Mal gehen sie ja nicht mit. Das heißt, ich müsste 6 Einheiten in 13 Tagen hungrig schicken. Ich glaube, das ist. Der Soldat ist. Der Ritter ist nicht. Ich hatte jetzt maximal, glaube ich, tatsächlich 6 Einheiten. Aber am ersten Tag hat man auch nicht alle Einheiten. Das heißt effektiv 12 durch 85. Ups, Quatsch, 85 durch 12. Ja, also ich muss 15 hungrig. In 12 Tagen müsste ich über 7 Einheiten füttern. Das geht, glaube ich, nicht. 7 Bier kriegt man vielleicht noch hin. Opfer einer Einheit. Habe ich die nicht geopfert? Oh ne, ist vielleicht was anderes. Lieke ist, glaube ich, da brauche ich die Leech für. Die hatte ich, glaube ich, schon. Heile 37 Leben an einem Tag. Muss ich auch einen Schaden nehmen. Bergarbeiter, 15 Gold, da brauche ich den Geologen für. Trent haben 20 Bäume in der Stadt. Sei lustig, keine Ahnung. Und der Troll. So. 395. Kritische Chance erhöhen. Und dann kann ich Reroll machen. Okay, aber an dieser Stelle mache ich eine kurze Pause. Nicht speichern. Ich habe gerade gesehen, dass mein Name drauf. Okay, ich mache eine kurze Pause und komme gleich wieder. Und für YouTube gibt es dann ein neues Feed.